Meine Herren, Sie haben bis jetzt den Exeter für eine bestimmte Aufgabe trainiert. Diese Aufgabe hat offensichtlich mit der Einnahme von Brücken zu tun. Was ich Ihnen jetzt sagen werde, ist streng geheim. Wenn Sie das Wort Brücke außerhalb dieses Raums auch nur erwähnen und ich davon höre, und das werde ich, sind Sie sofort Reservist. Die Invasion von Europa findet an 5 Stränden entlang der französischen Küste in der Normandie statt. Teile der 2. britischen Armee schlagen bei den Stränden Gold und Sword zu. Die 3. kanadische Infanteriedivision bei Juneau. Im Westen nehmen die Yankees Utah und Omaha ein. Die gesamte östliche Flanke ist somit ungeschützt gegen deutsche Konterangriffe aus der Region um Calais. Sollten die Deutschen hier durchbrechen, können sie mit Panzern die Strände von Sword bis Utah überrollen und den gesamten Brückenkopf auslöschen. Unsere Aufgabe und die der restlichen 6. Division der Luftstreitkräfte ist es, diese Flanke um jeden Preis zu sichern und wichtige Brücken entlang dieser Achse zu halten. Die Aufgabe der Kompanie D ist diese Brücke über den Caen-Kanal. Die Gleiter werden uns im Schutze der Dunkelheit auf einem Feld nahe der Brücke absetzen. Von dort aus stürmen wir den Bunker und hindern die Deutschen daran, die Brücke zu sprengen. Mindestens eine Bren wird für ausreichend Feuer sorgen, während wir sie flankieren. Sobald wir die Brücke eingenommen haben, halten wir sie bis zur Ablösung. Währenddessen müssen wir uns gegen die Deutschen eventuell mit ihren eigenen Waffen verteidigen. Sie sollten sich also mit den hier in der Basis befindlichen Beutestücken vertraut machen. Viel Glück und viel Erfolg. Wegtreten! Bordeaux-Vavon nicht sehen. Verdammt nochmal, Jack. Das ist der größte Wald der Normandie. Mach die Augen auf. Mach ich ja. Da ist kein Wald. Vielleicht haben sie ihn verlegt. Laut meinen Berechnungen sind wir auf Kurs. Schwenk mal 2 Grad weiter nordwärts. 5, 4, 3, 2, 1. Bingo. 2 Grad Steuerbord auf Kurs. Alles klar. Bereit machen zur Landung. Leine ziehen. Verdammt harte Landung, was? Sind alle okay? Mills? Geht mir gut. Ganz wunderbar. Hoch mit euch. Na los. Bewegung, Bewegung. Macht schon. Sergeant Evans, schön, dass Sie noch da sind. Wir haben Glück. Die Deutschen haben unsere Meisterlandung nicht bemerkt. Suchen Sie sich einen guten Platz für den Bunker. Wir rücken hinter Ihrem Feuerschutz vor. Thank you.
Sergeant! Sie müssen zu Ihrer Flak und sie auf den Panzer richten! Suchen Sie Private Mills und nehmen Sie ihn mit! Er soll das verdammte Ding entsperren! Wir haben die Gegend durchkämmt. Abgesehen von etwas medizinischer Versorgung haben wir nur ein paar Gewehre und mehrere Panzerfäuste in jämmerlichem Zustand gefunden. Gott sei Dank haben wir noch diese Flak. Mit ihr können wir die Brücke halten, bis unsere Ablösung auftaucht.
Okay. Östlich über den Kanal! Sergeant Evans, schalten Sie ihn aus! Panzer südwestlich über dem Kanal! Sergeant Evans, schalten Sie ihn aus! Thank you.
Ich glaube, das war der letzte. Ausgezeichnete Arbeit, Jungs. Wirklich. Erstklassig. Okay, herhören. Wir haben neue Befehle direkt vom SOE. Sowie zwei Neuzugänge von der 6. Division der Luftstreitkräfte, die uns unterstützen sollen. Sie wurden uns aufgrund ihrer Leistung am D-Day wärmstens empfohlen. Captain Price, Sergeant Evans, willkommen bei Trupp 3. Und jetzt zur Sache. Das hier sind die Standorte der wichtigsten Wasserkraftstaudämme im deutschen Ruhrgebiet. Sie werden hauptsächlich dazu genutzt, die umliegenden Städte und Fabriken mit Energie zu versorgen. Letztes Jahr hat ein kluger Kopf namens Dr. Barnes Wallace eine Bombe entwickelt, die speziell dazu geeignet ist, diese Art Dämme zu brechen. Mit Hilfe dieser Bomben gelang es der 617. Staffel, die Möhne- und Edertalsperren zu brechen und so dem Herzen der deutschen Industrie durch Überschwemmung größten Schaden zuzufügen. Leider ist es ihnen gelungen, den Schaden zu reparieren. Und das Bomberkommando hat uns beauftragt, diese Ziele erneut zu zerstören. Das hier ist die Edertalsperre. Hier springen wir nachts ab. Von der Landezone ist es ein Tagesmarsch durch unbewohntes Gebiet am Staubecken. Näher können wir leider nicht abspringen. Das feindliche Flakfeuer um die Talsperre herum ist einfach zu stark. Unser Auftrag ist, so viele Flaks wie möglich ausfindig und unschädlich zu machen, damit die Bomber ihre Angriffe fliegen können. Im Gebäude am Fuß der Talsperre sind die Generatoren untergebracht. Unsere Aufgabe ist es, dieses Gebäude zu zerstören, falls die Bomber den Damm nicht brechen. Wir platzieren die Sprengsätze, dann geht es per LKW in Richtung Flugfeld. Dort angekommen, besorgen wir uns ein geeignetes Flugzeug vom Feind. Sie wissen, was zu tun ist. Überprüfen Sie Ihre Magazine und studieren Sie sorgfältig die Karten und Fotos. Wir erhalten in den nächsten 2 Stunden das Signal und die Details zur Anbordnahme. Viel Glück! Keine Gefangenen. Ich wiederhole, keine Gefangenen.
Eindringlinge in Sektor 6, Ebene B entdeckt. SAS-Einheiten haben die Talsperre betreten. Feindliche Truppen sind durchgebrochen. Alle Mann in Kampfbereitschaft! Erschießt jeden Eindringling! Keine Gefangenen!
vom britischen SAS sind keine Gefangenen. Keine Gefangenen. Feindliche Truppen sind durchgebrochen. Die sind vom britischen SAS, sind keine Gefangenen. Ich wiederhole, keine Gefangenen. Your commanding officer and secured the exit. You have no hope of escape. Give up now and spare the lives of you and your fellow soldiers. Die sind vom britischen SAS, sind keine Gefangenen. Ich wiederhole, keine Gefangenen. Eindringlinge in Sektor 6, Ebene B entdeckt.
Eindringlinge in Sektor 6, Ebene B entdeckt. Evans, guter Junge, in den Laster los! Die Verbindung zu den Einheitspunkten an der Talsperre ist abgeschlossen. Leutnant Graf, wir zu Ihrem Punkt die Verbindung wieder her.
Okay, wir sind bereit. Evans, Sie gehen mit mir unter Deck und suchen die Waffenkammer. Dann machen wir die Motoren unbrauchbar. Bleiben Sie bei mir und überlassen Sie mir das Reden, bis Ihr Deutsch besser ist. Waters, Sie bleiben hier. Halten Sie sich jederzeit abmarschbereit. Bitte um Erlaubnis, an Bord kommen zu dürfen. Erlaubnis erteilt. Dürfte ich wohl Ihre Papiere sehen? Wo ist Fregattenkapitän Schmidt? Ihr musstet zu einem dringenden Treffen mit dem Befehlshaber. Alles in Ordnung. Willkommen an Bord. Durch diesen Hangar sollten wir nach unten kommen. Dürfte ich wohl Ihre Papiere mal sehen? Ich muss das überprüfen. Einen Moment bitte. Ich habe einen Offizier hier. Er sagt, er habe Papiere. Hallo? Nehmen Sie eine Waffe und Sprengsätze schnell. Die Dampfkessel sind entlang dieses Korridors. Platzieren Sie die Sprengsätze im Vorbeigehen. Hier wimmelt es gleich vor Kauz. Thank you.
trifft immer die Falschen. Los, weg hier.